Kennt ihr diesen Dude auf YouTube, der sich Plankton nennt? Ja? Okay, wollte es nur gesagt haben. Meine Aufmerksamkeit hat er durch einer seiner Shorts-Videos erreicht. Was soll ich sagen? Ich mag den Dude! Und seine Figur, by the way, das ist diese Figur, gibt mir die perfekte Vorlage für ein 2D-Jump-and-Run-Game. Als erstes habe ich mit der 3D-Software-Programm meines Vertrauens den Hauptcharakter vom Spiel erstellt. Passend dazu habe ich noch die Animation für den Charakter erstellt, wie die Idle, Running und eine Jumping-Animation, wie sie für eine Jump-and-Run-Figur gehört. Ab damit in die Unity Game Engine. Um diesen gewissen Plankton-Touch zu erreichen, habe ich gedacht, wir machen das Spiel grundsätzlich schwarz-weiß und heben nur gewisse Farben hervor, wie zum Beispiel seine Mütze. Wieso funktioniert das nicht? Ach ja, ich sollte vielleicht noch einen Code schreiben. Das Ganze sollte für mich kein Problem sein, da ich es vor kurzem mein erstes Spiel herausgebracht habe. Link dazu in der Videobeschreibung. Jetzt sollte alles super laufen. Hey, das macht Spaß. Und was braucht ein Jump'n'Run-Spiel auch noch? Gegner! Und was würde da besser passen als Milchshake? Also nicht das Getränk, das ist diese Katze. Und dazu wieder Animationen und ein kleines Skript und fertig ist der erste Gegner. Als zweites dachte ich auch noch an einen random Dude. Der sieht eigentlich aus wie Plankton, nur ohne Mütze und hat zwei Augen. Und da mir kein Name für ihn eingefallen ist, habe ich ihn auch so genannt. Jetzt haben wir unsere ersten zwei Gegner fertig. Wieso kommt jetzt eine Nachricht, wo ich aufnehme? Also, falls euch noch Ideen für das Spiel einfallen sollten, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, für das erste Video sind wir schon mal weit gekommen. Über ein Like und einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Kommentiert fleißig für Ideen. Habt noch eine nice Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Abi. Ba-da-ba-ba.